Hi YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Lego und Fortnite haben letztens zusammen Lego Fortnite rausgebracht. Das Ganze ist ein bisschen so wie Minecraft, nur halt ohne Blöcke. Also so ein Survival-Game. Ich habe das Ganze mal getestet mit Hugo und Dominik und es war unfassbar lustig. Deswegen wollten wir euch das Ganze nicht vorenthalten. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Let's go. Ja, wie findet die Grafik? Sagt ehrlich. Übelst clean. Ja, ist ganz geil, ja. Ist ein bisschen ihr müsst wirklich auf High, auf Höchste einstellen, ne? Ist ein bisschen so wie Fortnite, würde ich sagen. Ja. Yeah. Seid ihr bereit für den Schnupperkurs? Jo, viel geiler jetzt. Yo, oh mein Gott, viel geiler. Können wir hier was einsammeln? Okay, jetzt können wir anfangen. Okay, dann, ihr seht hier Kürbisse und Holz, hier, die Holz hier bei mir. Züch, Digga, Dominik hat einen Chicken geprügelt. Ich habe einen Chicken geballert, jetzt habe ich ein Fleischding. Ja, das ist wichtig, weil Essen ist sehr wichtig, weil das immer noch verbuggt ist. Guck mal, wenn wir jetzt hier Büsche abbauen, dann kriegen wir Holz. Ja, und diese Ranken, ne? Okay, geil. Ja, sehr geil, diese sehr geil. Das macht hier, jetzt schon so Bock, holy shit. Hier, ich baue mal so einen Baumarkt. Hier auf Boden, Dominik. Was? Okay, das geht nicht. Wir müssen zusammenbleiben, weil jetzt machen wir unser Dorf. Hey, ganz kurz, komm mal ran, komm mal ran. Huh? Wie findet ihr meine Moves? Ich hab noch ihn hier. Oh, oh, oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Der verfickt hat einen Hotdog. Da gibt's irgendwie so eine Dorfhütte, die man bauen kann. Und wenn man die hat, dann hat man so offiziell so dorfmäßig. Okay. Oder können auch NPCs da kommen, die dann mit uns immer so gehen. So jeder hat seinen Diener dann. Alter, okay, krass. Ja. Dann würde ich sagen, lass mal aufteilen vielleicht. Ich würde jetzt mit der Axt ich ein bisschen Holz farmen. Ich kann Stein holen. Ja, Digga, Dominik, deine Pickaxe ist legit so groß wie du selber. What the fuck? Ja, die ist riesig, ne? Holy shit. Die ist richtig groß. Alter, guck dir mal im Vergleich zur Axt. Bro. Ja, okay, dann hol ich Holz, Männer. Dann holt ihr Granit. Das ist geil. Du kannst keine Bäume abbauen mit dem mit der Axt, weil du. Sondern? Doch, maybe den hier. Versuch mal den hier. Doch. Geht? Ja, klar. Geht. Ja, okay, die kannst du abbauen, aber die anderen nicht. Ja, doch, kann ich auch. Echt? Ja. Geil. Digga, dann tut mir leid, dann war das ein Bug bei mir. Oh, sorry. Jungs, ich hab hier so einen Balken. Können wir den mitnehmen? Ich kann den kaputt machen noch, warte mal. Ja, den kannst du auch, ja stimmt, den kannst du auch kaputt machen. Ja, okay, geil. Ey, ein Baum bringt richtig viel Holz. Ich hab jetzt schon 17. Und ich hab irgendwie Scheiße im Inventar. Ich weiß nicht genau, warum. Dünger steht für eine da. Kühe wahrscheinlich. Spider-Man! Was droppen die, Bro? Wichse. So Spinnennetz. Spinnenweben-mäßig, okay, oder? Okay, jetzt müssen wir quasi die Sachen reinpacken, ne? Oh, okay, check. Verstehe. Achso, war das auf andere Chat Seite? Chat meint auf Englisch stellen, dann buggt das mit dem Essen nicht mehr. Ey, Leute im Chat meinen, wir müssen auf Englisch stellen, dann buggt das Essen nicht. Aber das stimmt doch nicht, oder? Das ist, ich hatte auch jemand bei mir geschrieben, ich glaub das auch nicht. Hä, aber da schreiben richtig viele rein. Wollen wir auf Englisch stellen? Easy. Easy, okay, das Bauen ist geil. Doch, scheinbar das macht schon. Auf jeden Fall Spaß, ja. Kann man das machen, ohne dass wir das Game jetzt irgendwie 10-mal neu starten müssen? Ah, ne, hier, Sprache. Hab angenommen. Sprache, Englisch. Hä, und das klappt dann direkt? Hier erstmal was. Oder wo? Jo, was? Ja, das geht. Das deutsche Sprachpack hat den Hunger falsch. Digga, was? Digga, das ist das. Jo, crazy. Wie krank. Hä, links. Okay. Alter. Okay, Männer. Hört kurz zu. Wir brauchen als nächstes das, was Hugo meinte, diese Village Square. Ich glaube, das ist das in der Mitte, was du meintest. Dafür brauchen wir 10 Granit und 3 weitere Holz noch. Hat jemand noch 3 Holz? Granit habe ich. Okay, dann hole ich kurz noch mehr Holz. So. Hier, warte, ich schon Holz. Bauen? Hier ist Holz. Ich habe auf jeden Fall genug Granit. Ja, jetzt kann ich blauen, ja. Okay, geil. Mach hier. Ja. Wow. Yo. Okay. Tanzen! Warte mal. Mann, Digga, wir können nicht bei allem tanzen, Hugo. das ist geil. Warte mal, wir haben hier so Upgrades. Ich kann verschiedene Farben machen. Ja, man kann so upgraden, ja. Ja, okay, warte, wir sind jetzt Level 1. Und hier, wir haben Friendly Explorers will visit the village und an additional villager can live at this village. Okay, also anscheinend, so was NPC. Du meintest, ne? Ja, so NPCs kommen hier rum. Ja, wir brauchen aber Betten für die NPCs. Oh, was ist das hier? Ich baue jetzt so, also das ist das, was wir schon haben, nur in fetter. Und da baue ich dann Betten hin, wo die dann nur schlafen und essen dürfen. Oh, das ist unser Schlafsaal. Nein, nicht unser. Das doch nicht, das ist eine scheiß Hütte. Ah, für unsere Sklaven. Ja, da können die Mitarbeiter drin wohnen, oder? Oh. Ja, Mitarbeiter, stimmt, ja. Ich wohne da drin nicht. Die Mitarbeiter können da drin wohnen, ne? Ja, die können da drin wohnen, naja, Dach gibt's nicht. Boah, das Bauen macht echt Spaß, finde ich. Das ist cool. Das ist übergeil, ja. Ja. Irgendwann können wir auch selber einfach bauen. Kevin, ich kann dir den Granit droppen oder du mir das Holz, dann kannst du es upgraden. Ja, hier. Ich hab dir schon gedroppt. Nimm das mal ein. Jetzt hat's Hugo eingesammelt. Ja, Hugo, du Fettbacke, Alter. Was? Mit deinem fetten Arsch bist du rückwärts. Hey, tanzen! Mann, Digga. Hugo, du bist bis jetzt wirklich der komplette Anti-Mate einfach. Digga! Ich hab die Welt erstellt. Cool, Bro. Na gut. Ich bin der Admin. Okay.
Krass. Wenn wir uns nicht gut benehmen, müssen wir mit dir in den Talk-Channel rennen. Ich mach Betten für uns auf süß, Digga, und ihr beleidigt mich. Ja, sure. Digga, hier ist ein... Oh, ja. Digga, da hinten ist ein Löwe oder so, what the fuck? Ja, farm den nicht mal. Ein Löwe? Du meinst Wolf? Oder ein Wolf, kann auch sein, ja. Das ist nicht gut. Meint ihr, ich kann diesen Wolf fighten? Ja, der ist easy. Ja, ich mach das mit dem Wolf mal später lieber. Ich hab das Gefühl, das ist nicht so eine smarte Idee. Doch, der ist wirklich easy. Oh Gott, er kommt, okay. Also ein bisschen so Dark Souls mäßig, warte mal. Also Chat meinte auch, es gibt hier so... Oh mein Gott, Digga, so, Souls-like, das ist Lego Souls-like. Okay. Bro, ich hab Elden Ring, 70 Stunden, easy, den hab ich. Könnt ihr vielleicht kurz mal rumkommen? Du bist leider viel zu weit weg gerade, Bro. Jungs, Real Talk, das ist Bossfight. Könnt ihr kurz kommen? Gegen wen kämpfst du denn? Gegen den Wolf. Digga, der ist doch scheiße einfach, oder nicht? Bruder, der macht übelst Damage. Easy! Digga, jetzt bin ich... Was hab ich bekommen? Wolfclaw. A sharp claw dropped by wild wolves. Who's the sharp one now? Ich glaube, daraus können wir uns vielleicht Waffen bauen oder so. Digga, wir kriegen Dorfbewohner. Ja? Ja, da ist Beef Boss ist da. Nein, der heißt nicht so. Den Namen hast du dir gerade ausgedacht. Nein, der heißt so. Woher weißt du, wie der heißt? Warte, hier. Jetzt siehst du es auch. Beef Boss. Hey there, you can call me Beef Boss and the answer is yes, I'm hungry for adventure. Boah. Alter, der hat Bock. Kranke Scheiße, Real Talk. Ach, Kevin, mach dein Bett noch hier. Boah, ich muss kurz essen. Nur Fleisch macht Fleisch. Digga, wie geil. Alter, ich was? Fleisch. Das sind unsere Betten. Ja, du musst hier links ist Fleisch, musst du. Digga, wie geil, what the fuck? Die sehen übelst nice aus. Die sehen übergemütlich aus. Alter, die sehen richtig cozy aus. Bruder, warum ist unser Sägewerk in unserem Schlafzimmer? Ja, Bruder, guck mal, unser Mitarbeiter, der schläft halt hier draußen dann. Müssen halt. Das was? Hier, Bruder, Beef Boss muss hier pennen, aber unser verficktes Sägewerk ist da. Bro, der Arme! What the fuck? Digga, Beef Boss, Digga. Ich hab ihn Digga. Bruder, er tanzt. Nein, der arbeitet nicht. There's plenty of wood to chop around here. Soll ich ihm eine Aufgabe geben? Ja. Ich habe ihm eine Aufgabe gegeben, dass er Holz farmt. Ja, okay. Wie machen wir eine Wooden Rod? Ah, checky, du musst bei Sägewerk. Bruder, sag doch bitte nicht. Was? Sag doch nicht checky, Digga. Geh bei Sägewerk und dann gibst du Wooden Rod und dann musst du unten Change Recipe. Und dann kannst du machen. Recipe, Digga, wirklich, Hugo, what the fuck, Mann. Mann, Digga, du kleiner Bastard, ich versuch dir das zu erklären. Ah, okay, einfach aus Holz. Okay, geil. Lass erstmal so diesen Dorfplatz hier so drum rumbauen, weißt du, so. Hier vor mir, willst du vor ja, mir ja, sein? Safe so auf den, ja, safe so. So, diese mäßige? Cool. Ja. Brot. Dann haben wir hier so unser eigenes, unser kleinen Platz hier so in. Oh nein, wir haben jetzt hier hinten so Gras drin, Digga, der typische Rust-Problem. Oh mein Gott, ist das ja, ugly. Das ist egal, das ist cooler, glaube ich. Wir können auch noch eins erhöhen. Aber warte mal, wir placen nachher eh noch so Boden drauf, glaube ich. Ja, so Teppich, so mäßige Nummer, ja. Oder so Parkett. Schau mal, das überdeckt das gerade so. Ja, dann geht's. Wie findet ihr das hier? Brutal, Bro. Danke, Haus Digga. Fertig eigentlich. Achso. Fortnite-Tür. Kuss. Stark. Ja, okay, geil. Ja, die Tür leckt ein bisschen. Ja, wir müssen noch den Boden richtig machen. Tür ist ein FPS, Bro. Scheiße. Oh Gott. Alter, die Tür. Ich glaube, die soll so sein. Real Talk, ich glaube, die soll so sein. Digga, ist schon hart. Das ist krass, dass wir gerade in Fortnite drin sind, irgendwie. Ja. Ich check's gerade irgendwie nicht. Hä, wir haben einen neuen NPC, oder? Schon länger? Stimmt. Du hast einen neuen NPC da. Nee, das ist doch kein Girl. Was laberst du? Ah, achso, das ist er. Wir können ihm noch keine Aufgaben geben, weil der hat noch kein Bett. Wir können ihm hier neben Beef Boss. ja, der soll daneben. Können wir hier noch ein Bett hinstellen, Bro? Das ist wirklich so frech, dass wir da drin. Bruder, das ist das, was in unserer Gesellschaft falsch läuft. Real Talk. Der soll daneben. Die Chefs hier, Bruder. Die Mitarbeiter da. What the fuck, Bruder? What the fuck? Oh, wir haben neue Build Recipes bekommen. Oh ja, bei Toys. Attach to a build and toggle on and off your dynamic objects.
Wir haben jetzt einen Boom Barrel. Wir haben TNT. Wir können jetzt King Jung und Dena sein. Wir können Autos bauen, Bro. Mit so Raketenantrieb. What the fuck? Mann. Digga, nein. Ja, ich glaube schon. Doch. Wir können Flugzeuge bauen und sowas, glaube ich. Das ist krank. Du laberst Scheiße. Retalk, ich glaube schon. Wir können eine Rakete bauen. Oh. Und wir können auch Sachen anpflanzen jetzt. Wir haben so ein Garten-Dings bekommen. Ja, übergeil, what the fuck? Digga, das Game ist übertrieben geil, what the fuck? No joke, das hat so richtige. Es ist Weihnachten und wir spielen mit den Jungs Minecraft-Vibes. Es ist Realtalk ein sehr gutes Timing auch für die. Das werden voll viele Leute spielen anstatt Minecraft dieses Jahr. Hey, wer ist das? Die posten Memes. Was denn? Okay. Die Geile yo, hier! Yo! Chaya angekommen mit Dorf. Bett für dich, schnell! Sparkplug! Bruder, dieser Raptor, der vorhin hier war, der hat 4 Stunden lang kein Bett bekommen, Bruder. Jetzt kommt hier Sparkplug auf einmal an. Mach schnell! Und sie kriegt dir ein Bett, oder was? Schnell, mach Bett für die. Hat jemand Holz? Ich mach Bett. Mach das. Digga, hört ihr auch diese Trommeln? Ain't no way! Ain't no way befehlt unser Dorf! Die jagen da hinten, Bruder, die jagen zu zweiten Huhn. Oh mein Gott. Bro, das sieht so falsch aus. Das arme Ding, what the fuck? Komm, wir retten das Huhn, Bro. Lass das Huhn vorher abschlachten, bevor es abgeschaltet wird von den Skeletten. Easy gerackt. Oh mein Gott, die zockt mir gut Leben, Alter. AOE, shit. Aber wir machen AOE-Damage, also so Cleave-Damage. Digga, ich bin legit süchtig gerade, ne? What the fuck? Ich dachte am Anfang so, keine Ahnung. Es macht übelst Bock gerade. Man muss erstmal reinkommen, so. Ich hab ein Bett gebaut. Wie schaffe ich die da rein, die Alte? Ich hab auch ein Bett. Direkt hinter meins. Die Alte, Junge. Oh mein Gott, die Chaya hat uns rejected, Bro. Nein, hat sie die nicht. Die meinte, die meinte, in unserer Stadt leben zu viele Leute. Die zieht erst ein, wenn wir upgraden einmal. Züchtiger, wir werden selbst von Chaya rejected in Lego Fortnite. No shit. Was ist das? Die kommt nicht. Bro, nicht viele Leute. Nicht auch hier, bitte zieh ein, what the fuck. Digga. Die will nicht kommen. Alles scheiße, Digga, what the fuck. Okay, Männer, wir haben Village Upgrade ist da. Was brauchen wir für das nächste Upgrade? Wir brauchen, wir müssen jetzt in Höhlen gehen fürs nächste Upgrade, Bro. Wir brauchen richtig viel auch. 10 Knutrut oder so. Ey, wir brauchen unbedingt bessere Werkzeuge, Männer. Wirklich. Du baust 3-mal was mit einer Axt ab, ist das im Arsch einfach. Ja. Ist crazy. Ja, wir brauchen eine Shell halt. Sollen wir kurz auf die Jagd gehen? Lass du den Schildkröten da, oder wo hast du die her? Nee, diese Krebse, diese Krebse. Dann lass uns mal auf die Jagd gehen. Wir brauchen noch eine von diesen Krabben. Dann können wir unseren Crafting-Table upgraden. Das wäre sehr geil. Boah, das wäre huge. Ich bring fast Dynamit mit. Das ist eine riesige Alter. Kugel. Was ist das? Yo! Hugo! Digga, was geht bei dir ab, Bro? Bruder. Ey, oh mein Gott! Bro. Danke fürs Mitbringen, Achi. Ey, Hugo, korrekt, Mann, ja, krass. Das ist ein Fortnite-Haus hier. Oh ja, true. Es ist krass, wie die das so vermischt haben, ne? Die zwei Welten. Ja. Ist ganz geil, aber geklappt eigentlich. Aber da ist noch mehr Dynamit. Oh boy. Ehrenmann. Oh, hier ist die Shell! Jungs, hier ist sie! Wir haben sie, hier ist eine, ja. Das ist das Letzte, was wir brauchen für Upgrade. Let's go! Oh Hugo, komm Base, Habt dann gebe ich dir. Ja, komm. Lass Base treffen. Hier ist noch eine Shell. Ja, der Klassiker, Digga. Wenn man es auf einmal hat, Bruder, dann findet man tausende von denen. Alle mitnehmen. Okay, grid up. Wie lange dauert das? Yo! So, jetzt haben wir okay, diese, bessere Axt. Wir können aus Knochen jetzt Äxte machen und, die sind krasser. Und Pickaxe. Geil. Und wir haben Cool Heated Charm auch bekommen. Da kriegen wir Resistance to Hot Temperatures. Das ist, glaube ich, auch für Dungeons. Digga, fresh! So. Digga, Dominik hat einfach den Standard-Skin drin, weil er kein Skin gekauft hat in Fortnite, glaube ich. Und er ist jedes Mal, wenn er sich einloggt, einfach ein anderer Typ. Das einzige Mal, dass ich Fortnite gezockt habe, war, kannst du dich erinnern, ganz, ganz früher mit Henke und so, Season 1, als wir gezockt haben? Ja. Seitdem habe ich, glaube ich, nicht mehr gezockt. Crazy. Ich würde sagen, Bro, lass mal die zweite Etage von unserem Haus bauen. Oder? Safe. Wir machen heute so ein bisschen leveln, ein bisschen stuff, nichts krasses. Hat der ganz Hugo am Start? Ja, komm Discord, Bro. Ich wusste nicht, dass Hugo am Start ist. Er ist wieder raus. Er ist nur reingekommen, um einfach zu emoten, Bro. Geil. Digga. Das respekte ich aber. Boah, zweite Etage. Bruder, die Butze wird langsam.
Und dann Alter! Bauen wir ein geiles Dach gleich drauf. Junge, wir machen noch Dachboden, Bro. Guckt euch die Menschen an. What the fuck? Oh. Ey, ey, ey! Dominik, unsere Base wurde wieder abgebaut. Schau, hier lagen gerade Mets rum. Die Skelette, die wollten unsere Base angreifen. Ja, dann würde ich die Skelette, die machen das, ja. Die verfickten Hurensöhne. Die Wichser, Alter. Bro, das at this point ist das einfach ein Lego-Zocks, also Bausimulator, aber halt als Computerspiel so. Ja, es ist übelst geil. Bro, lass uns Schwerter machen und wir gehen Dungeon. Um upgraden, ja. Und dann upgraden unsere Base. Ja, Bro, wir müssen jetzt halt einen Dungeon finden. Ich weiß nicht, wollen wir einfach mal loslaufen? Hast du schon mal einen gesehen? Nö, noch nie, du? Okay, dann laufen wir mal rum. Würde ich sagen. Okay, dann sag, wenn du ready bist, let's go. Ja. Alright, Chat, erster Dungeon. Oh, shit. Da, wo ich stehe, siehst du, wo mein Avatar ist? Auf der also auf dem Dings? Ja, komm. Da auf dem Berg oben, da ist for real ein Drache. Digga, what the fuck? Siehst du das? Ja, da oben rechts. So, ey, sollen wir den tryen? Der sieht stark as fuck aus. Lass ihn mal ficken. Okay, Chat meinte, der one-hit uns. Oh, okay. Ich geh ran. Oh mein Gott! Bro, ich bin fast down! Der hat mich one-hitted, Bro. Bist du down? Ja. Der hat mich die Bergrunde geworfen, Fall Damage. Oh mein Gott, what the fuck? Lass den mal vielleicht nicht machen. Oder das muss man muss das so Souls-like-mäßig spielen. Ich hab doch nicht umsonst Elden Ring gespielt. Bist du noch dran an dem? Digga, das ist geil, den zu fighten. What the fuck? Ja. Digga! Der hat doch Elden Ring gezockt. What the fuck? Nein! Fuck! Bro! Scheiße. Es ist actually wie Elden Ring. Bist du down oder lebst du noch? Ich lebe gerade noch. Mach mal safe. Ich glaube, wir zu zweit sind das Beste. Der One-hittet mich mit der Säure da. Oh mein Gott. Über den Berg drüber. Digga, die Säure macht Damage auf dem Boden. Ich glaube, das Game will, dass wir uns erst so theoretisch so hochleveln, um den zu packen. Aber machen wir nicht. Einfach die Game-Mechanic breaken. Wir rennen einfach so lange in ihn rein, bis er halt tot ist. Ja, aber ich meine, normalerweise geht das nicht. Das geht jetzt nur, weil wir so lucky waren und unsere Base hier gebaut haben. Ja. Boah, die Welt sieht auch ehrlich cool aus, ne? Wenn man sich mal hier so umguckt. Guck mal, da hinten, da ist so ein Schneeberg. Ja. Boah, Schnee hätte ich auch Bock. Hier bei mir ist er. Nein, Beef Boss ist wieder gestorben. Kannst du den von hinten irgendwie anwichsen? Ich bin in den Dungeon aus Versehen reingegangen. Nein, geh raus. Oh mein Gott, bitte sag mir, man kann einfach wieder rausgehen. Digga, what the fuck? Bruder, wo bin ich? Oh Gott, ich kann wieder raus, okay. Moin. Okay, bin wieder da. So. Wo ist der Wichser? Ich glaube, der ist runtergefallen. Da unten ist er. Der schläft! Er schläft! Er ist wieder wach. No way. Er ist wieder full life. Oh mein Gott, er ist wieder full life. Er ist wieder full life von meinem scheiß Arsch. Oh mein Gott. Ja, so, muss halt ihm einfach vorbei. Ey, lass an ihm vorbeischleichen. Ja, aber ich brauche ein neues Schwert, Bruder. Wir müssen kurz Base. Okay. Das Base. Ja. Digga. Der ist Junge, er ist viel zu OP, Bro, für einen Lego-Game. Junge, ja, aber auf diese andere Long Range. Bruder, deutsche Malenia, wirklich. Ey, ich sag ehrlich, der Typ ist stärker als der Endboss von Elden Ring. For real sogar. Also lass einfach an dem Drachen vorbei. Ja, den machen wir mit Hugo demnächst, beim nächsten Mal. Ja. Genau. Wir laufen jetzt einfach an dem vorbei und gehen in den Dungeon rein. Lass hier einfach über links, einfach moven. Go. Wir können ihn nicht fighten. Und rein hier. Einfach rein hier? Yes. Okay, erster Dungeon, what the fuck? Okay, man wird hier so geportet. Naja, übel lange auch. So. Und unsere zwei NPCs dabei, geil. Okay, wir sind hier für dieses Holz, ne? Dieses Holz ist das, was wir wollen. Wir brauchen so diese weißen Bäume oder so. Wurzeln, diese hier. Bro, das dauert übel lange, what the fuck. Ja, das ist es. Ja, wir haben neue Recipes freigeschaltet, Bro.
Ne, wir haben Root. Was ist es? Ah, diese hässlichen Wurzeln. Diese Wurzeln, ja, was gibt's? Neuer Crossbow, stark. Yo, hier ist so ein, Eine Krabbe. So eine Krabbe, geil. Und ein Skelett, aber aufpassen. Nice, die brauchen wir auch, sehr wichtig. Eigentlich geil, dass man kein Friendly Damage macht, weil dann kannst du einfach reinhalten. Ja, das stimmt. Ich muss mich kurz heilen, einen Moment. Einfach an Stein lenken. Digga, hier ist irgendwer unsichtbar! Was? Ach nee, ist eine Fackel, die runterrutscht. Oh mein Gott, ich dachte, da ist jemand unsichtbar. Nein, das Fackel. War meine Fackel. Oh mein Gott. Das sah bei mir so ein bisschen aus, als würde die schweben, Bro. Ey, ich sag ehrlich, wir können auch langsam zurücktraveln, ne? Ich habe wirklich sehr viel von diesem Nude Rod. Ja, wir sollten es, genau, auch nicht übertreiben, so, wenn wir jetzt hops gehen. Ja, weil sonst müssen wir wieder hier rein, Bruder, das überfilmen. Lass auf safe rausgehen, oder? Und raus. Und rennen. Oh mein Gott, wir haben einen neuen NPC. Bruder, der denkt, der ist eine Katze. Ach du Scheiße, Digga, der kommt frisch aus dem Berg rein. Ja, der will auch, dass wir das Village größer bauen. Bruder, ich dachte, er hat hinten ein Off-White-Logo drauf. Ich dachte, er hat so ein Off-White-Tee an. Bro, Alter. Ey, schau, dass unsere NPCs, Mann. Junge, die haben uns tapfer begleitet gerade. Digga. Eine Hypebeast-Katze. Wenn wir unsere Base upgraden, dann kann er hier bei uns wohnen. Alright, ladies and gentlemen. Upgradest du? Level 4 Village, yes sir. Oh mein Gott, let's go. Alter. Tu es. Sehr geil. Okay, wir kriegen Kochen und Branching out, was auch immer das ist. Und neue Rezepte wahrscheinlich. Boah, wir haben jetzt ein neues Bett. Wir haben ein neues Bett, Bruder. Bett, schön, schönes Bett. Boah, Bro. Wir haben neue Kisten bekommen. Wir haben jetzt Closets, Dresser und... Ja, Closets und Dresser. Wir haben doch so zwei so Sachen, wo man auch Sachen reinmachen kann. Das ist wirklich geil. Das Game ist nice. Bro, ich werde trotzdem erstmal reinhauen. Weil ich morgen früh raus muss und ich habe die letzten Tage nicht so viel geschlafen. Ja, ich fühl's aber. Ich bin auch übel crocky gerade. Aber es ist geil, ich will auch jetzt ohne Hugo nicht zu viel weitermachen, you know? Ja, deswegen. Alright, ey, Brosi, wir hören uns. Mach's gut. Ciao.